Entscheidung vorstellen, die einen Sachverhalt betrifft, den wir schon mehrere Jahre immer wieder in der vergaberechtlichen Literatur hatten. Es geht nämlich um die Stadtmöblierungsentscheidung, in diesem Falle des OLG Frankfurt. Das Urteil ist jetzt vom 29.01.2013, Aktenzeichen 11U33/12. Der Vergaberechtler weiß, dass vor einiger Zeit schon einmal eine Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet worden war, der sich also auch mit dieser Frage schon beschäftigte. Und das fließt jetzt hier in diesen Fall ein. Die Sache ist vom Landgericht Frankfurt damals an den EuGH gegangen. Der hat entschieden, wieder zurück ans Landgericht. Und jetzt in der Berufungsinstanz sind wir beim Oberlandesgericht. Es geht also darum, dass die Beklagte, der öffentliche Auftraggeber in diesem Falle also, schrieb, im Falle der freiwilligen EU-weiten Bekanntmachung im Jahr 2002 bereits einen Dienstleistungskonzessionsvertrag für Bau, Instandsetzung, Instandhaltung, Wartung, Reinigung und Betrieb öffentlicher Werbeanlagen, Stadtmöblierung im weitesten Sinne aus. Dort bewarben sich zwei Unternehmen, die hiesige Klägerin auch, die bewarb sich einmal selbst und war andererseits aber auch als Nachunternehmerin der zweiten Beklagten hier in diesem Falle vorgesehen. Und diese zweite Beklagte hat später den Auftrag bekommen, also die Dienstleistungskonzession erhalten vom öffentlichen Auftraggeber. Als diese Konzession nun erteilt wurde, ging es also daran, die einzelnen Leistungen nun schließlich durchzuführen. Und da war also zunächst die Auftragnehmerin gefragt und forderte nun also verschiedene Bieter, auch die hiesige Klägerin, zur Abgabe von Angeboten zur Vermarktung der Werbeflächen auf. Hier wurde also jetzt dieses Nahunternehmerverhältnis, was man ursprünglich mal eingegangen oder eingehen wollte, quasi getestet. Die Klägerin gab ein Angebot ab, aber der Dienstleistungskonzessionsnehmer fragte auch noch andere und entschied sich dann nachher auch für einen anderen. Und auch der zweite Leistungsanteil, der etwas später nun zur Ausführung kam, wurde wiederum nicht der Klägerin gegeben, obwohl das eigentlich die dafür vorgesehene Nachunternehmerin war, sondern nach kleinem Wettbewerb entschied sich der Konzessionär, doch eine andere Firma zu nehmen. Dann nahm also das Unheil seinen Lauf und die Klägerin verklagte den öffentlichen Auftraggeber, der die Dienstleistungskonzession erteilt hatte, und stellte auf die Argumentation ab, dass doch nun eine so wesentliche Veränderung dieses Konzessionsvertrages stattgefunden habe, nämlich indem einfach ein anderer Nachunternehmer für ganz wesentliche Leistungen hier genommen wird vom Konzessionär und deswegen sei das eine faktische Neuvergabe der gesamten Leistung. Wie gesagt, das Landgericht hat in dieser Klage ausgesetzt im EuGH vorgelegt, der hat entschieden, hat wieder zurückverwiesen, hat EuGH natürlich nicht am Ende durchentschieden, sondern jetzt muss also dann die Zivilgerichtsbarkeit in Deutschland letztlich klären, ob diese Tatbestände vorliegen. Das Oberlandesgericht sagt übrigens ebenso wie das Landgericht schon in der ersten Instanz, die Klägerin kann weder vom öffentlichen Auftraggeber noch von dem Konzessionär verlangen, den Vertrag aufzuheben und seine weitere Durchführung zu unterlassen. Es ist also ein deutliches Unterliegen hier der Klägerin. Zunächst sagt das OLG, wird natürlich die Dienstleistungskonzession nicht durch europäische Regelwerke erfasst, aber es gilt natürlich, so auch der EuGH, die Grundlagen des EG-Vertrages, also Transparenz, Diskriminierungsfreiheit, das muss eingehalten werden, aber am Ende sagt man das auch unter Einhaltung dieser Maßgaben, die Vertragsänderung des Konzessionsvertrages durch die Einschaltung anderer Nachunternehmer ihrem Gehalt nach nicht einer Neuvergabe gleichkommen. Das müsste wesentliche Änderungen gegeben haben. Und der EuGH hat in seiner Vorabentscheidung, das ist der Urteil vom 13. April 2010 des EuGH gewesen, gesagt, um die Transparenz der Verfahren und die Gleichbehandlung der Bieter sicherzustellen, können wesentliche Änderungen der wesentlichen Bestimmungen eines Dienstleistungskonzessionsvertrags in bestimmten Fällen die Vergabe eines neuen Konzessionsvertrags erfordern, wenn sie wesentlich andere Merkmale aufweisen als der ursprüngliche Konzessionsvertrag. So eine dreifache Wesentlichkeit, sagt das OLG Frankfurt, ist hier zu prüfen, kommt aber im Ergebnis dazu, dass das hier nicht erkennbar ist. Das ist wohl kein wesentlicher Bestandteil gewesen, dass die Klägerin als Nachunternehmerin vorgesehen war. Zwar, sagt man, hat sich ja der Konzessionsnehmer damals in einer Bewerbung auf die besondere Kompetenz der Klägerin auch berufen, sagt, die macht besonders schöne Gegenstände. Es gab wohl auch einen patentgeschützten Teil dabei. Aber
sagt das OLG, man muss bedenken, dass demnach Unternehmer erstmal grundsätzlich eine untergeordnete Rolle zukommt. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt hier in dieser Entscheidung, dass der Angriff gegen den Konzessionsvertrag erfolgt, weil ein Nachunternehmer nicht genommen werden soll. Und das geht also hier dem OLG Frankfurt dann am Ende doch zu weit und sagt, es ist ja auch sogar vorgesehen, dass ein Nachunternehmer mit Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt werden kann. Das ist hier in beiden Fällen geschehen. Im zweiten Falle war es sogar kein anderer Nachunternehmer, sondern Eigenleistung. Also der Konzessionär würde die Leistung selbst durchführen. Es kann auch nicht festgestellt werden, sagt das OLG, dass das Vergabeverfahren anders gelaufen wäre und das Konzept der Klägerin, ob das überhaupt die Zuschlagsentscheidung beeinflusst hätte, weiß man nicht genau, aber 10% mehr hätte es hier wohl nicht haben können. Demnach, da sagt man, das ist auch noch nicht so wesentlich, dass man nun hier sagen kann, das ist eine faktische Neuvergabe. Unterlassungsanspruch, das also nun gekündigt werden soll, lehnt das Oberlandesgericht ebenfalls ab und verweist darauf, dass eben auch schon der EuGH gesagt hat, dass also selbst wenn es so eine Verletzung einer Dienstleistungskonzession gibt, dass dann noch nicht unbedingt auch eine Verpflichtung zur Vertragskündigung entstehen muss und die Mitgliedstaaten müssen auch nicht so ein Recht einräumen, dass man kündigen muss. Die üblichen Mechanismen 13 VGV, der hier noch gegolten hätte, gelten hier nicht, weil es eine echte de facto Vergabe war, ohne vorherige Ausschreibung. Nichtigkeit des Vertrages kann nicht von ausgegangen werden. Und dementsprechend als letzte Komponente werden auch Schadensersatzansprüche abgelehnt, weil es eben keinen Schadensersatz oder keine Schadenshandlung im eigentlichen Sinne gegeben hat. Denn wenn bei der Konzession hier keine Aufhebungspflicht besteht und kein wesentlicher Verstoß feststellbar ist, dann beendet das am Ende auch die Diskussion über einen möglichen Schadensersatz. Also hat diese lange dauernde Auseinandersetzung nun wohl ihr Ende gefunden. Das OLG hat die Revision nicht zugelassen. Vielleicht gibt es noch eine Nichtzulassungsbeschwerde, aber zwei Instanzen haben die Klage abgewiesen. Der Nachunternehmer kann wohl seine eigene Beauftragung nicht durchsetzen und kann auch nicht sagen, wenn davon abgewichen wurde, dass dann eine de facto Vergabe neu stattgefunden hat.